Um der expressionistische Kino zu verstehen, müssen wir den geschichtlichen Kontext analysieren. Dieser ist der Zeitraum des Ersten Weltkriegs, der Konflikt, der alle Menschen wegen seiner Gewalt schockierte. In Deutschland gebar dann eine demokratischere, aber schwächere Nation, die Weimarer Republik, die durch die Wirtschaftskrise und die Konflikte unter den Parteien gezeichnet wurde. Wichtig waren die sozialen Veränderungen, wie zum Beispiel der Geburt der Massengesellschaft, die die Anonymität des Individuums verursacht. Das, weil alle Menschen in einer Massengesellschaft ihre Wichtigkeit verloren hatten. Und auch die Mechanisierung der industriellen Arbeit, die Entfremdung des Menschen im beruflichen Bereich verursachte. Typisch für den deutschen Film in der Weimarer Republik ist der expressionistische Film. Während der Expressionismus in Malerei und Literatur sich langsam schon sein Ende zuneigte, erlangte im Film seine Blüte. Das Kabinett des Dr. Caligari und Metropolis markieren den Beginn und den Ausgang des expressionistischen Films. Diese Filme bieten uns viele Ideen, den Expressionismus und seine Themen zu verstehen. Der Höhepunkt des expressionistischen Films lag zwischen 1920 und 1925. Der Einfluss kam von der Malerei. Typisch für den expressionistischen Film waren verzerrte Kulissen und harte Kontraste, die durch extreme Beleuchtung mit Licht und Schatten wurden. Die übertriebene Gestik waren ebenfalls seine Kennzeichen.
Der Film von 1927, Metropolis, von Fritz Lang, ist ein wichtiger Teil des expressionistischen Kinos. Der Film spielt in der dystopischen Zukunft 2026 in der Stadt Metropolis. Die Stadt besteht aus modernen Wolkenkratzern und wird von reichen Industriellen regiert, die die proletarische Klasse zu der pausenlosen Arbeit nötigen. Die Proletarier leben in dem Untergeschoss der Stadt und werden von Johann Feddersen geleitet, der die Produktionsaktivitäten von der Spitze des großen Turms aus steuert. Ihr Sohn Frederer sieht eine Gruppe armen Kinder aus den Tiefen der Metropole auftakten, begleitet von einer jungen Frau, Maria. Er ist frappiert von Ellen der Jungen und der Schönheit der Frau, und deshalb geht er in dem Keller, wo er die Realität der Arbeitswelt entdeckt und entscheidet, sein Leben mit dem eines Arbeiters auszutauschen. Dort trifft Frederer Maria, die bei den Arbeitern eine christliche Moral inspiriert und sich in sie verliebt. Feder warnt seinen Vater von einem möglichen Arbeiteraufstand, der Metropolis zerstören könnte. Fredersen ist beeindruckt von diesen Worten und geht zum Erfinder Rotwang, der diese Theorie konfirmiert. Dann unterstellt Rotwang die junge Maria als Sündenbock. Er schlägt vor, Maria zu entführen, um einen Roboter zu erschaffen und einen bösen Klon zu bauen. Nach der Transformation überrascht Frederer den Vater mit der falschen Maria und ist traumatisiert. Der Aufstand beginnt und Arbeiter zerstören die Maschinen, wodurch die Stadt überflutet wird. Frederer und die Hexe Maria, endlich frei, retten die Kinder von der Katastrophe, während die Arbeiter den Roboter fangen und verbrennen. Im letzten Duell besiegt Frederer Rotwang und trifft ein Abkommen zwischen dem Diktator und den Arbeitern. Wie die Aphorismus des Films sagt, Mittel zwischen Hirn und Ende muss das Herz sein. Metropolis spricht auch über heutige Themen, wie das Verhältnis zwischen dem einzelnen Menschen und der Gesellschaft, Klassenkonflikte, Ungerechtigkeiten, Macht und moralische Erlösung. Das entfremdete Proletariat arbeitet im Untergrund, damit die Mittel und Obersicht mit allem Komfort im guten Teil der Stadt leben kann. Diese Vision ist absolut aktuell, so sehr, dass Fritz Lang als Prädiktor für die Zukunft angesehen werden kann, nämlich hat er vor fast einem Jahrhundert das Porträt der heutigen Gesellschaft gemalt.
Es gibt auch neuere Filme, die von der expressionistischen Film sich inspirierten. Lemony Snicket wurde 2004 gedreht, basierte jedoch auf einer Reihe expressionistischer Richtlinien, wie beispielsweise einer Fantasy-Welt mit bizarren Szenen und Menschen. Filme und Fernsehserien wie Blade Runner und Babylon Berlin haben sich von Metropolis inspiriert lassen.